Willkommen zum zweiten Green Tech Festival. Mein Name ist Tobias Böhnke, ich bin der stellvertretende Chefredakteur von Watson Deutschland und ich begrüße Sie hier auf dem Festival zu der Pressekonferenz. Wir sind heute hier am 16. September, das ist kein Zufall, der 16. September ist der Tag zur Erhaltung der Ozonschicht. Das passt dann ganz gut, denn heute wollen wir unter dem Motto Celebrate Change über innovative Ideen sprechen. Innovative Ideen zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Ideen, die dabei helfen, zu erhalten, was uns wichtig ist. Nachhaltigkeit und Umweltschutz, das sind Themen, die so langsam in der Mitte der Gesellschaft, angekommen sind. Doch obwohl es eine schöne Entwicklung ist, die man auch im Alltag spürt, geht es noch nicht schnell genug. Das Green Tech Festival hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Wandel etwas zu beschleunigen und darin einen aktiven Part zu spielen. Nach dem erfolgreichen Green Tech Festival im vergangenen Jahr ist das Team auch dieses Jahr bereit, trotz der Umstellung und vielleicht auch Einschränkungen wegen der Pandemie, bereit für eine Fortsetzung. Dieses Mal weiterentwickelt zu einem analog-digitalen Hybrid-Event. Neben den 750 Besuchern, die hier vor Ort sind, können auch viel mehr Menschen digital an dem Festival teilnehmen und dabei gemeinsam für eine bessere Zukunft einstehen. Drei Menschen, die sicherlich für diese Zukunft einstehen, sind hier mit mir auf der Bühne. Nico Rosberg, Automobilexperte, Investor und Co-Founder des Green Tech Festivals. Neben ihm Seriengründer und auch Green Tech Co-Founder Marco Vogt. Und als heutiger Ehrengast Ramona Popp, Bürgermeisterin von Berlin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Frau Popp, vielen Dank, dass Sie da sind. Was hat Sie denn dazu bewegt, das Green Tech Festival zu unterstützen? Ja, von meiner Seite erstmal ein herzliches Willkommen an Sie alle und vor allem, wow, super, dass Sie das vor allem hinbekommen haben, dass das Festival stattfinden kann, eben trotz und wegen der Einschränkungen der Corona-Pandemie ist das, glaube ich, ein wirklich wichtiges Signal, denn wir haben zwar eine Corona-Krise, eine Gesundheitskrise mit durch Corona ausgelöst, aber die Klimakrise pausiert ja nicht in der Zwischenzeit und wartet darauf, dass wir einen Impfstoff finden. Die Klimakrise findet weiter statt und wir sehen es ja weltweit, wir sehen es an den Bränden an der Westküste der USA, wir sehen es eben an der Luftqualität, wir sehen es an den sehr heißen und wiederkehrenden und trockenen Sommern, die wir haben. Und ich könnte unzählige Beispiele weiter darüber hinaus aufführen, dass die Klimakrise eben nicht wartet, sondern weiter voranschreitet. Deswegen ist es umso wichtiger, auch gerade in diesen Zeiten, sich auf diesem Festival zu treffen. Berlin ist dafür der absolut richtige Ort, finde ich. Ich bin sehr froh, dass ihr hier seid mit dem Green Tech Festival. Wir haben ja bereits letzte Woche mit der Art Week gezeigt, dass Berlin alive and kicking ist. Und das werden wir heute und auch in diesen nächsten Tagen auch hier wieder tun mit einem sehr, sehr wichtigen Thema, mit einer sehr wichtigen Botschaft. Denn die Zukunft ist grün und nachhaltig und daran wird gearbeitet, daran wird mit Hochdruck gearbeitet und das Green Tech Festival trifft, glaube ich, den Nerv Berlins an vielen Stellen. Einmal natürlich mit dem Thema Nachhaltigkeit, aber auch mit dem, was wir hier wirtschaftlich als Schwerpunkt ersetzen, mit dem Mobilitätsthema, mit der Energiewende, die wir hier in der Stadt ausgerufen haben. Das sind ja alles zentrale Pfeiler auch unserer Wirtschaftspolitik. Deswegen sitze ich hier nicht zufällig als Wirtschaftssenatorin. Wir sind die Digitalhauptstadt Deutschlands, nicht nur mit einer sehr internationalen und aufstrebenden Start-up-Szene, die Sie als Investor auch sicherlich gut kennen, sondern eben auch mit einem ja digitalen Mittelstand inzwischen hier in der Stadt, der sich auf dem Weg auch bis zum DAX hin aufgemacht hat. Und das ist inzwischen Berlin wirtschaftlich erfolgreich, eben dank neuer Technologien, dank der digitalen Wirtschaft und gerade in der Verbindung mit Nachhaltigkeit, mit neuen Mobilitätskonzepten, mit neuen und innovativen auch Formaten und Modellen für die Energiewende, für die Energieproduktion der Zukunft. Das ist alles die Berliner Wirtschaft und deswegen ist das absolut richtige Ort, hier zu sein. Ich glaube, es ist völlig klar, dass Berlin als internationale Metropole nicht nur in aller Munde ist, sondern wieder eine Stadt ist, die zeigt, dass wir gut und sorgsam durch die Corona-Pandemie bislang gekommen sind und hoffentlich auch im Winter kommen werden und dennoch eben wirtschaftliche Tätigkeit, dennoch Festivals möglich sind, die uns weiter eben den Weg in die Zukunft auch weisen in den zentralen Feldern. Die Politik in Berlin unterstützt das, wo es nur geht, unterstützt eben das Festival und hoffentlich in Zukunft auch mit einer etwas engeren Partnerschaft. Wir sind sozusagen hier auf einem guten Weg miteinander, aber natürlich eben auch mit dem, was wir politisch hier auf den Weg bringen, sei es der Umbau der Infrastruktur der Stadt, die alle Verkehrsteilnehmer und Teilnehmerinnen gleichberechtigt ansieht, mit dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs hier in der Stadt, mit der Verbindung mit digitalen Konzepten,
im öffentlichen Nahverkehr, um diesen auch attraktiv für die Zukunft zu halten, mit der Elektrifizierung der Busflotte hier in Berlin, also alles Themen, die eben in die Zukunft weisen, denn der Zukunft kann man nicht entkommen, wenn der eine oder andere glaubt, man sollte doch einfach nur das alte Brot- und Buttergeschäft machen. Wir brauchen die Innovationsthemen, Berlin ist der richtige Ort dafür und deswegen auch der richtige Ort für das Green Tech Festival. Herzlich willkommen in Berlin. Danke für die netten Worte. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, es ist toll, dass das Green Tech Festival dieses Jahr stattfinden kann. Nico Rosberg, was haben wir denn dieses Jahr zu erwarten? Also gerade die Lösung. Ne? Wir müssen alle jetzt daran denken, dass wir grüner werden, sowohl im Business als auch in unserem privaten Leben. Und genau da zeigen wir halt diese Lösung jetzt in diesen 2 Tagen auf so faszinierende Art und Weise wie möglich. Und das sieht man in der Expo. Das wird dargestellt von den unglaublichen Speakern, die wir auch haben, wo ich riesig stolz bin, weil der Line-Up dieses Jahr sucht seinesgleichen. Also ich bin selber total euphorisch und freue mich jetzt auf die nächsten Tage. Und das wollen wir bieten. Sehr schön. Das ursprüngliche Datum und die Location konnten ja aufgrund der Pandemie nicht beibehalten werden. Jetzt ist das Green Tech Festival an einem neuen Ort und mit einem neuen Konzept unterwegs. Was hat sich denn im Vergleich zum vergangenen Jahr geändert? Das war natürlich auch eine große Herausforderung für uns schon. Erstmal stand die Frage vorne an, können wir das überhaupt verantworten für uns selbst, für unsere Mitarbeiter, für alle, die uns auch besuchen sollen, zum einen. Und zum anderen ist es eben auch so, und Ramona hat es gesagt, der Klimawandel macht jetzt auch keine Pause. Es gibt eine Pandemie, das ist ein tragisches, schlimmes Ereignis, aber das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir uns letztendlich wirklich in einer eigentlich viel schlimmeren Lage befinden, nämlich wenn wir es nicht schaffen, den Klimawandel aufzuhalten, dann haben wir viel größere Herausforderungen noch demnächst. Und deswegen haben wir uns gesagt, also einerseits, das ist Ansporn für uns, das Festival auch umsetzen zu wollen. Und das andere ist natürlich auch zu schauen, wie kann man es denn am Ende auch wirklich machen. Und da muss ich auch wirklich sagen, auch herzlichen Dank an die Stadt, weil wir haben da wirklich sehr intensiv und sehr früh schon auch miteinander uns ausgetauscht, wie müssen Hygieneregeln funktionieren. Und ich glaube, man sieht es ja auch, wenn man jetzt sämtliche Aussteller, Speaker, die hier sind, beobachtet, alle halten sich an die Maskenpflicht, die Abstandsregeln werden eingehalten. Und für uns ist es dann eben auch entscheidend gewesen, wie stellen wir uns selbst als Festival auch auf. Und es war völlig klar, dass wir natürlich nicht so viele Gäste haben können wie im letzten Jahr im Flughafen Tempelhof. Mhm. Da hatten wir fast 40.000 Besucher. Dieses Jahr werden es deutlich weniger sein und deswegen auch die Entscheidung, hier in diese Location, ins Kraftwerk zu gehen, was eine sehr schöne Location ist, by the way, wie wir finden. Wir fühlen uns sehr wohl hier und ansonsten ist es eben auch, wir haben uns auch verstärkt, auch vom Team. Wir haben neue Big Boss, sagt Nico immer, eine Geschäftsführerin eingestellt, Judith Kühn, die uns ordentlich nach vorne getrieben hat, also insbesondere das Team auch. Und natürlich ist es der digitale Ansatz, den wir pushen. Also sprich, wir haben einerseits natürlich das, was vor Ort stattfindet, andererseits übersetzen wir das aber alles auch live nach draußen, übertragen viele Dinge digital. Also alles, was sozusagen hier zu sehen ist, kann man eigentlich auch digital miterleben. Ich mache noch mal einen kurzen Zwischenspurt. Ja. Du hast eben den Marco introduced. Mhm. Ich möchte das noch mal nachholen. Also Marco ist unser Mr. Green Deutschland, weil er hat nämlich schon vor 12 Jahren, deswegen freue ich mich sehr über unsere Zusammenarbeit auch natürlich, schon vor 12 Jahren habt ihr damals die Green Tech Awards ins Leben gerufen. Also vor 12 Jahren, gab es noch gar keinen Hype oder so. Mhm. Und das finde ich halt, schätze ich sehr, diese Authentizität. Und Early Player, also das finde ich wirklich klasse und deswegen auch sehr inspirierend für mich in der Zusammenarbeit. Also Mr. Green, viel besser. Wir müssen die Sakkos tauschen. Ja, nochmal später nach. Das ist eine gute Sache. Es geht ja auch auf diesem Festival um Innovation. Das Motto ist Celebrate Change. Grüner Wandel ist das Buzzword, was hier durch die Gegend geht. Was bedeutet denn konkret grüner Wandel und wie erreicht man diesen Wandel? Wie kann man ihn beschleunigen? Also es geht halt darum, dass wir nicht über Verzichte gehen wollen mehr, weil es braucht auch keine Verzichte mehr. Mittlerweile gibt es Produkte, wie Sie selber sehen werden, da bedarf es keinen Verzicht, die sind einfach mega genial und grüner. Und das ist unser Thema, das wollen wir zeigen, präsentieren, überzeugen, begeistern. Und nicht nur das, sondern auch, wir wollen das halt zelebrieren. Und für die Zelebrierung braucht man Entertainment. Und wir haben Weltstars im Line-Up dieses Jahr. Wir haben Sting, werden Sie gleich sehen. Der hat extra für uns spielt er ein Lied. Also Sting, dann Johnny Hates Jazz performt gleich. Unseren besten Magier Deutschlands wird auf der Bühne sein bei den Awards. Also uns ist ganz wichtig, dieses Entertainment-Thema, um das Ganze noch mehr zum Leben zu bringen.
Und wenn man jetzt, das Green Tech Festival will ja den Wandel vorantreiben und möchte da eine zentrale Rolle einnehmen. Frau Popp, welche Bedeutung hat denn das Green Tech Festival in Bezug auf Berlin? Ja, ich habe jetzt gerade schon eingangs gesagt, dass Berlin der richtige Ort ist, sodass wir gut zueinander passen, das Green Tech Festival und Berlin. Und das spielt eben nicht nur aufgrund der Besucher- und Besucherinnenzahlen der letzten Jahre, die wir heute nicht erreichen können, eine große Rolle, sondern tatsächlich eben auch mit der Botschaft. Mit der Botschaft, dass eben Grün und Technologie, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaft, dass das alles kein Widerspruch ist, sondern wirklich gut zusammenpasst. Das Entertainment passt auch, glaube ich, gut zu Berlin eigentlich als bekannte Party-Hauptstadt und deswegen passen die Dinge wirklich sehr gut zusammen. Berlin ist der Ort, an dem gezeigt wird, wie eben Zukunft entsteht, wie eben nachhaltige Zukunft entsteht und nachhaltige Technologien entstehen und dabei auch noch Spaß machen. Und ich glaube, dass das die wichtigste Botschaft tatsächlich ist, dass wir hier der Ort dafür sind, eben aus dem die Dinge wachsen. Wir sind eben auch mit dem Umfeld, was wir inzwischen haben, mit der Tesla Gigafactory vor den Toren Berlins, mit der neuen Batteriefabrik, die ja auch dazukommt, mit dem Designzentrum von Tesla, was nach Berlin kommen wird. Mit all dem sind wir auch sowas wie das neue Zentrum einer modernen Automobilindustrie in Deutschland, wenn ich das mal so sagen darf. Und Sie sind sozusagen schon die Pioniere, die in den letzten Jahren hier nicht nur die Fahne hochgehalten haben, sondern das Thema auch vorangetrieben haben und Berlin damit auch mit auf die Agenda gesetzt haben, international als ja, eine Stadt, in der nachhaltige Mobilität, in der nachhaltige Technologien wirklich wegweisend sind. Hast du den Elon auch zufällig getroffen zuletzt? Oder? Leider nicht zufällig und leider auch nicht geplant. Aber es wird sicherlich noch Gelegenheiten geben. Es sollen ja Partys auf der Gigafactory geben und im Umfeld. Und da wird man sich sicherlich begegnen, vielleicht sogar hier im Kraftwerk irgendwann. Ja. Ich war sogar im Austausch mit ihm, aber es ging halt nicht anders, leider. Er konnte seine Reise dann nicht mehr verschieben. Wenn wir über Vorantreiben und Nachhaltigkeit sprechen, ist es, das Green Tech Festival soll ja einen Impact haben und auch einen Impact, der nicht nur diese 3 Tage hat, sondern der auch danach weiterhin besteht. Nico, Marco, wie geht es denn nach den Festivaltagen weiter? Also gerade Impact, da ist es erstmal drum, Partnerschaften zu kreieren. Das ist da. Und Consumer Mindset, es ist so wichtig, dass wir alle diese Technologien auch annehmen. Das sind natürlich ganz wichtige Faktoren. Und nach dem Festival, da haben wir halt digitale Module entwickelt. Wir haben zum Beispiel einen Podcast, der echt unglaublich durch die Decke gegangen ist in den letzten Wochen. Also freut mich sehr. Ich war selber auch Host. Marco, auf dich warten wir noch. Ja, du musst auch noch einen hosten. Auch noch. Also nach dem Festival ist Marco der Host in unserem Podcast. Bin ich gespannt, wie du da performst. Also wir haben einen Podcast und wir haben, habe ich jetzt vergessen, was war das andere? Wir haben noch ein anderes. Switch Green haben wir noch. Switch Green als Beispiel. Ja, wir haben, also das ist, Impact ist schon auch ein gutes Stichwort. Wir haben jüngst mit Boston Consulting zusammen eine Studie veröffentlicht zum Thema Circular Economy. Kreislaufwirtschaft ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema auch für uns alle. Also es geht ja nicht immer nur irgendwo Ressourcen einzusparen, sondern manchmal hat man Ressourcen, die sind einfach auch schon letztendlich im Umlauf und dann muss man gucken, wie kann ich die quasi im Umlauf auch halten und das so gut wie möglich. Also das sind so Themen, die quasi auch hier angeschoben werden. Und ich erinnere mich, wenn wir mit der Bahn zusammengesessen haben und darüber nachgedacht haben, was kann die Bahn denn jetzt eigentlich noch als großer Konzern tun, und es gibt so wahnsinnig viele kleine, aber auch mittlere Unternehmen, die hier Dinge präsentieren, nicht nur hier, überall, wo wir dann einfach uns so ein bisschen als auch Vernetzer sehen, ja, also wo man auch einen guten Anstoß geben kann und wo man einfach dann die Partner miteinander zusammenbringt und letztendlich schaut, was entstehen daraus für neue Projekte. Und als letztes, vielleicht das möchte ich auch noch nennen, ich meine, wir machen die Awards ja inzwischen tatsächlich schon sehr lange, und wenn man all das mal zusammennehmen würde an Projekten, die dort ausgezeichnet wurden, und da sind viele Projekte ausgezeichnet worden, die teilweise sogar schon eigentlich beendet waren, wo man gesagt hat, wir sind so im Prototypenstadium, aber eigentlich wissen wir nicht so richtig, ob das schon so reif ist für die Gesellschaft draußen. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Reifen, der aus Löwenzahn produziert wurde, und aufgrund dieser medialen großen Resonanz, die durch die Awards letztendlich dann auch erzeugt wurde, hat man sich entschieden, okay, das nehmen wir jetzt in Serie. Und so, glaube ich, können wir unseren kleinen Beitrag dazu leisten, nicht nur Party zu machen und nicht nur ein Event in Anführungsstrichen zu machen, sondern auch wirklich letztendlich Dinge umzusetzen. Auf dem Festival erwartet uns ja eine ganze Menge. Frau Popp, haben Sie denn Zeit, an dem Festival teilzunehmen, und was wollen Sie sich anschauen?
Also wir planen, glaube ich, gleich einen Rundgang, auf den ich mich schon sehr freue. Und insofern kann ich jetzt noch nicht sagen, worauf ich mich freue, weil ich da gleich erst kennenlernen werde. Ich werde auch Freitag bei den Awards dabei sein. Freue mich da auch besonders auf den grünen Teppich. Und dann eben vor allem da natürlich die prämierten, die prämierten Projekte genau. zu sehen. Kennenzulernen und natürlich auch ein bisschen auf das Rahmenprogramm. Insofern freue ich mich sozusagen auf jetzt 2-3 Tage spannende neue Erlebnisse. Da möchte ich schon mal vielen Dank jetzt mal in das Panel sagen. Und jetzt seid ihr dran. Was habt ihr für Fragen? Ihr Menschen, die hier im Raum seid, ich kann euch leider nicht so gut sehen, aber auch die Menschen, die bei YouTube zugeschaltet sind. Ihr könnt über die Chat-Funktion eure Fragen stellen. Die werden dann zu uns weitergereicht. Und dann wird das Panel sie gerne für euch beantworten. Von mir auch nochmal schnell eine Grüße an alle, die virtuell dabei sind, weil ich habe gerade eben noch die Zahlen gesehen und da seid ihr ganz viele von euch, also vielen Dank fürs Einschalten. Ich möchte euch bitten, wenn ihr die Frage stellt, am besten direkt gleich mitzusagen, an wen sich eure Frage richtet. Ich kann euch leider nicht sehen, aber wenn ihr eine Frage habt, jetzt könnt ihr jetzt die Hand heben und dann komme ich an. Da, ich sehe einen in der Mitte. Ein Ticket in der Hand gehabt und zwar ist das ein Volocopter-Ticket, mein erstes Ticket für meinen ersten Flug in einem Flugtaxi. Also ich bin jetzt fix gebucht und es ist für alle auf der Welt gerade jetzt eröffnet, heute. Also auch Sie können jetzt auf Volocopter-Website euer Ticket kaufen. Es ist leider noch ein bisschen preislich, nicht ganz so preisgünstig, aber da kommen wir dann auch noch hin mit der Zeit natürlich. Und das ist ein Beispiel und ein Mega-Highlight. Also das ist nicht mehr Science-Fiction, sondern die Flugtaxis sind jetzt und bald in den nächsten 1,5 Jahren. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Marco, ich gebe weiter. Ja, für mich ist auch eines der Highlights, ich meine, Sie haben es gesehen, draußen sind sehr, sehr viele Automobilhersteller und ich glaube, wir haben lange gemeinsam darauf gewartet, dass sich da doch irgendwie mehr tut, als das, was man in Ankündigung bekommen hatte. Und wir sehen jetzt wirklich da unten, wir sehen Fahrzeuge, die auf die Straße kommen. Wir haben von Audi einen super Shuttle-Service, rein elektrisch. Man sieht, das ist nicht nur alltagstauglich, sondern das macht auch so viel Spaß. Und für mich ist aber ein Punkt, und das muss ich sagen, das fand ich auch spannend, Audi hat letztendlich ja auch vor, die komplette Produktion von Automobilen klimaneutral zu stellen. Und jemand, der sich mit Produktionstechnologien und Fahrzeugtechnik im Allgemeinen auskennt, der kann sich vorstellen und er weiß, wie kompliziert sowas ist. Insofern, das ist ein Big Step. Oder wir haben die Deutschland-Premiere von Skoda beispielsweise, den Kodiak, da freuen wir uns auch sehr drüber. Hyundai zeigt ein Auto, das ist quasi direkt aus der Zukunft hier gelandet. Und nächstes Jahr soll es genauso auf der Straße fahren. Also das sind schon tolle Sachen. Also hier ist unsere Heimat, wir fühlen uns hier wohl, aber das Thema ist halt so groß und man muss es global denken, das tun wir. Und neben Berlin können wir uns auch vorstellen, zum Beispiel nächstes Jahr in New York was zu machen oder in Shanghai in anderen Ländern. Ich glaube, da gibt es genügend Möglichkeiten, dies zu tun und das ist vielleicht auch wichtig. Wir haben uns auch schon für nächstes Jahr einen Termin rausgesucht, das haben wir noch gar nicht gesagt. Darf ich das eigentlich sagen oder darf ich es nicht sagen? Ich bin unsere Presseverantwortliche dazu. Ich darf sagen, okay. Vom 17. bis zum 19. Juni werden wir wieder in Berlin stattfinden, das dritte Green Tech Festival organisieren. Da war ja schon dabei. Und ich glaube, wenn die Gigafactory fertig ist, dann machen wir unsere Abschlussparty dann vielleicht bei Tesla. Also Elon Musk, der schaut ja bestimmt live zu. Also wenn er das jetzt mitbekommen hat, dann... Ja. Wir haben uns schon mal eingeladen. Vielleicht, wo wir gerade ein bisschen über Partys sprechen. Heute ist ja das große Konzert. Wie geht das? Wir reden ja viel über Umweltschutz und über Nachhaltigkeit. Wie passt so ein großes Event da rein, was macht ihr quasi, um als Event selber, vor allem mit so einem großen Konzert, trotzdem nachhaltig unterwegs zu sein?
Also wir als Event sind klimaneutral. Mhm. Das ist ganz wichtig. Das haben wir mit MyClimate gemacht. Und natürlich war das dieses Jahr viel, viel einfacher, weil wir viel weniger Teilnehmer leider durch Corona haben werden. Letztes Jahr waren es ja im ersten Jahr schon bis zu 40.000 Teilnehmer. Also das war ein Aufschlag. Wir waren so stolz. Und dieses Jahr natürlich extrem reduziert. Das hat das Thema einfacher gemacht. Und somit haben wir das ganze Event so nachhaltig wie möglich halt dargestellt. Das ist klar. Marco, gleich kommt Johnny Hates Jazz. Warum ist Johnny Hates Jazz hier? Warum sind die hier? Das ist eine gute Frage. Bevor ich das beantworte, möchte ich noch einen Punkt sagen. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig. Man muss halt, wenn man so ein Event umsetzt, man muss halt von Anfang an immer darüber nachdenken, was nutze ich eigentlich für Materialien, kann ich die wiederverwerten? Und vielleicht ist es den einen oder anderen aufgefallen, wir nennen das Leaf-Konzept, also sprich die Aussteller ordnen sich mehr oder weniger alle einem gemeinschaftlichen Konzept unter. Und das sind Dinge, die werden, das haben wir auch letztes Jahr in Tempelhof schon gehabt, wir lagern das ein. Also wir nutzen diese Sachen vom letzten Jahr, teilweise auch in diesem Jahr wieder, jetzt muss man dieses Jahr ein bisschen kleiner bauen, aber wenn wir nächstes Jahr wieder hoffentlich größer sein können, nutzen wir die auch wieder. Also das sind so Themen zum Beispiel und Johnny Hates Jazz. Das ist relativ einfach. Der Sänger Clark Datchler, uns verbindet seit vielen, vielen Jahren schon eine Freundschaft und das ist jemand, der sich als Künstler stark für die Umwelt macht. Übrigens auch für die Grüne Partei in Großbritannien, wenn ich das mal so erwähnen darf. Das muss ich wirklich sagen, das ist Leidenschaft bei denen. Und man merkt es auch in den Songs. Sie haben gerade ihre neue Single, New Day Ahead. Da geht es genau um dieses Thema. Wir müssen alle viel lauter sein. Wir müssen uns viel intensiver mit den Fragen unserer Zeit beschäftigen. Und insofern passen die eigentlich gerade perfekt zu uns. Aber der wichtigste Teil war, dass vor 12 Jahren gerade er und sein Lied dich inspiriert haben auf diesen Veg. Stimmt, deswegen gibt es also diese Veranstaltung. Also hier schließt sich der Kreis heute. Ist manchmal, ist es, ja. Manchmal ist es ganz egoistisch, ja. Was war das für ein Lied, was dich inspiriert hat? Tomorrow. Tomorrow. Okay. Das hören wir heute auch. Dann sehen wir ein paar Tränen gleich bei dir. Da gibt es Tränen, ja. Und es gibt noch einen anderen Song, Power. Also da fragt er halt wirklich in dem Song, was machen wir eigentlich, wenn wir unsere Ressourcen alle aufgebraucht haben, wie wollen wir dann eigentlich leben? Mhm. Und das sind so Dinge, wo man schon wirklich ganz klar sehen kann, das ist nicht einfach nur nette musikalische Untermalung, sondern es hat auch Content, auch Inhalt und Tiefe. Noch eins final, wir sind das erste Festival weltweit, was plastikpositiv ist dieses Jahr. Ja. Wir werden 500.000 Flaschen stoppen, bevor sie in die Ozeane geraten, zusammen mit unserem Partner Plastic Bank. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Statement, was wir auch setzen wollen, weil wir halt an alle verschiedene Bereiche denken und wir wollen da Vorreiter sein. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wir haben eine Frage aus dem Publikum, ja? Für eine Unterstützung bekommen haben von euch, von der Regierung, von unseren Partnern, von unseren Zuschauern, Teilnehmern vor Ort, virtuell. Das zeigt schon direkt, dass Corona letztendlich, wenn man irgendwas Positives da noch finden kann in Corona, dann ist es, glaube ich, unser Bewusstsein für unsere Fragilität und daher auch unser Bewusstsein für die Bedrohnis für unsere Umwelt. Und deswegen glaube ich, dass gerade Klimakrise noch mehr Aufmerksamkeit bekommen wird und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Sache. Genau und bei den Besuchern ist es halt so, wir sind ja natürlich angehalten, wir können nur eine Maximalzahl von Personen begrüßen und also wenn alles gut läuft und wir komplett jeden mitgezählt haben, dann werden das nicht mehr 2000 Leute sein können. Vielleicht über die Tage verteilt. Das hätte ich nicht schöner formulieren können, dass sozusagen die Corona-Krise gezeigt hat, vor allem, dass wir eine Gesellschaft sind, die Krisen ausgeliefert ist, wenn sie auf uns treffen. Und die Klimakrise ist eine nächste Krise, beziehungsweise eine bereits laufende Krise, die uns trifft in der Art, in der wir leben, in der Art, in der wir produzieren. Und deswegen glaube ich, bin ich davon überzeugt, dass eben die Corona-Krise eher das Krisenbewusstsein gestärkt, dass wir krisenresilienter werden müssen, dass unsere Wirtschaft krisenresilienter werden muss. Und vielleicht einfach mal ein ganz anderes Beispiel, warum ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit und sozusagen die Bekämpfung der Klimakrise wirklich nicht in den Hintergrund geraten ist. Wenn man sich anschaut, dass
einer der größten Investmentfonds der Welt, nämlich BlackRock, inzwischen vorschreibt, dass sozusagen Nachhaltigkeit ein zentrales Kriterium tatsächlich für die Unternehmer sein muss, damit sie überhaupt bei ihnen noch aufgenommen werden und gelistet werden können, dann zeigt das sozusagen, wie weit das inzwischen auch in die Wirtschaft tatsächlich in den Kern vorgestoßen ist. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum Friedrich Merz inzwischen nicht mehr bei BlackRock im Aufsichtsrat ist, weil das alles zu grün geworden ist. Das ist zwar vielleicht nur ein Hinweis am Rande, aber im Ernst, das ist sozusagen inzwischen ein wirtschaftliches Risiko geworden, diese Klimakrise. Und das befördert das Umdenken, vor allem insbesondere bei der Wirtschaft, glaube ich, am allerschnellsten, am allerdeutlichsten. Und BlackRock ist ein gutes Sprichwort, weil wir haben die Chefin von BlackRock Dach morgen hier. Und gerade Finanz ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und deswegen wird auch sie dieses Thema dann mit uns zusammen angehen. Ich meine, wer hätte sich das vorgestellt vor wenigen Jahren, dass so die größten Privatbanken, Julius Baer, auch ein Partner von uns, sich anfangen für nachhaltige Themen ernsthaft zu engagieren. Und das tun die wirklich inzwischen. Und das muss ich echt sagen, das kann ich einfach so aus dem Nähkästchen geplaudert mal sagen. Diese Gespräche, die wir mit diesen Unternehmen haben, sind nicht einfach nur, wie können wir unser Image besser aufpolieren, sondern wie kann man inhaltlich weiterkommen, wie müssen wir unsere Entscheidungen umstellen und können wir helfen, zum Beispiel auch die wiederum mit den richtigen Partnern zu vernetzen. Auch zum Thema Impact vielleicht nochmal eine zusätzliche Antwort. Gibt es noch? Warum habt ihr UK als Partnerland ausgewählt? Was habt ihr euch davon erwartet? Ich habe die Frage nicht verstanden richtig. Warum habt ihr euch UK als Partnerland ausgewählt und was habt ihr euch davon erwartet? Von wem kommt die Frage? Es ist von Guardian, Peter Smith. Peter Smith. Hello, Peter. Thank you for your question. Du bitte, UK Partnerland. Also erstmal der schöne Stand da unten, komplett recycelbar und ich glaube, es ist wirklich wunderschön geworden. Nein, ganz im Ernst, Großbritannien ist ein Land, was sicherlich zu den führenden Ländern weltweit gehört im Bereich von nachhaltigen Innovationen, Technologien. Wir durften uns selbst ein Bild davon machen und insofern passen perfekt zu uns. Green is great, also der Slogan zum Green Tech Festival, fast so gut wie Celebrate Change. Passt einfach, wie die Faust aufs Auge. Hast du gesagt, dass Great Britain das nachhaltigste Land Europas ist? Nein. Ja, wir also im Index sind die Nummer eins. Wir haben immer gesagt, wir sollen nicht immer mit solchen direkten vergleichen. Oh, das tut mir leid. Bitte löschen. Bitte löschen. Nein, Großbritannien ist natürlich ein super vorbildliches Land. Okay, wir haben noch Zeit für eine Frage. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum oder noch etwas aus dem Internet? Zugeschalteten Leuten von daheim. Also ich habe tatsächlich noch eine letzte Frage und zwar vom Hamburger Abendblatt. Eva Schmidtberg vom Hamburger Abendblatt möchte wissen, wie das Hygienekonzept für das Festival dieses Jahr aussieht. Das war eine große Mission. Jetzt soll ich erklären. Aber wir haben natürlich dank Markus Connection mit TÜV Nord den perfekten, absoluten, bestmöglichen Partner. Ja. Kannst du ein paar Details? Das ist wirklich eine große Herausforderung für uns. Also natürlich geht es darum, dass wir alle Abstand halten, unsere Masken tragen. Sobald wir hier die Bühne verlassen, setzen wir unsere Masken wieder auf. Wir haben einen Corona-Captain definiert und zwar direkt bei uns im Founderkreis, den Sven, der sich da ernsthaft drum kümmert. Und als gelernter Ingenieur, wie wir beide das nun mal so sind, achten wir da wirklich drauf, deswegen dass hat das er mich exakt so angemotzt, als ich bei 1,20 Meter ankam eben. Bei so ihm. Ist es. Und also es ist schon wichtig, wir haben darauf geachtet, dass wir natürlich überall nahezu an jedem freien Platz, kann man fast sagen, entsprechende Desinfektionsmittel haben. Wir sprechen auch mit allen Ausstellern regelmäßig darüber, desinfiziert euch, achtet drauf auf die Abstände. Wir führen in Gruppen durch die Exhibition, sprich es kann nicht jeder einfach freiwillig dort mal so rumlaufen. Das geht dieses Jahr leider einfach nicht, sondern wir müssen das geführt machen. Wir haben die Daten von allen Personen, die hier sind, sodass wir letztendlich auch im schlimmsten Fall, den wir nicht annehmen wollen, rückverfolgen können. Ich glaube, wir haben alles getan, was man tun kann. Dann und ich kann nur sagen, die Tür ist hier wirklich eine harte Tür. Ich bin kaum reingekommen, weil ich meine Akkreditierung nicht gefunden habe. Ich bin, glaube ich, dreimal auf dem Weg hierhin aufgehalten worden. Oh, also wirklich, die machen ihren Job richtig gut und lassen eben tatsächlich nur diejenigen rein, die auch angemeldet sind. Ja, das ist auch wichtig. Keine Sorge, Ramona, das ist mir letztes Jahr auch passiert. Ich bin gar nicht reingekommen. Von daher, dass du dreimal war schon okay. Ich bin gar nicht reingekommen. Aber ihr habt doch meine Nummer, ihr hättet ja anrufen können.
Dann vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Pressekonferenz angekommen. Ein Punkt möchte ich noch sagen. Oh, ja. Also vielleicht auch für nächstes Jahr. Ich hatte ja das Datum schon genannt. Wir haben auch für nächstes Jahr jetzt schon sehr, sehr viele Anmeldungen vorliegen. Also gerade vor zwei Tagen, das glaube ich, darf ich sagen, hat Volvo einen sehr, sehr großen Stand bei uns gebucht. Wir haben andere Automobilhersteller, die Deutsche Bahn etc. werden alle nächstes Jahr wieder mit dabei sein. Insofern glaube ich, das ist nochmal wichtig, dass das auch als positive Message abschließend nach draußen zu geben. Der Klimawandel macht keine Pause und wir machen auch keine Pause. Das GreenTech Festival geht weiter, auch im kommenden Jahr. Das heißt, wenn ihr auch wieder mit dabei sein wollt, dann haltet euch jetzt schon mal ran. Vielen Dank, Frau Popp, dass Sie da sind. Vielen Dank, Nico Rosberg. Vielen Dank, Marco Vogt.